Castrop. Ich stehe unten vor Ihrem Haus. Wenn ich raufkomme, ich möchte von keinem gesehen werden. Sorgen Sie dafür. Nehmen Sie den Fahrstuhl, ich hole Sie dort ab. Hier. Im Vorführraum alles bereit? Ja. Gehen Sie rauf ins Casino. Nehmen Sie die Sekretärin mit. Er will niemanden sehen. Ja, natürlich. Guten Tag, Herr Castro. Tag. Gehen wir gleich in den Vorführraum. Alles ist vorbereitet. Sind wir allein? Natürlich sind wir allein. Kommen Sie. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Fangen wir gleich an. Das ist Dr. Curtius beim Verlassen des Patentamtes. Wie alt ist der Mann? Anfang 40, Physiker, war in der Wirtschaft, ist vor 2 Jahren ins Patentamt gewechselt und dort Regierungsrat. Familie? Nein, Junggeselle. Er wohnt in einem kleinen Haus zur Miete. Wie ist er? So viel ich herausbekommen habe, ordnet er sich nicht gern unter. Und was noch? Ach ja, er ist Radfahrer. Keine Autos, keine Pferde, keine Frauen? Oder andere Schwächen? Er isst gerne. Gut? Nein, gerne. Da ist ja doch eine Frau. Ja, die haben wir ins Patentamt eingebracht. Was macht sie da? Arbeitet im Casino. Wieso sind die beiden da zusammen? Nun, es ist ein von mir arrangiertes Zusammensein. Wie hoch darf ich gehen? Bieten Sie ihm 1 Million. Ich dachte, fahr mal rauf, sieh dir den Himmel an und Fräulein Paulsen. Beides schön und wolkenlos. Ehe Sie Ihrer Verwirrung Herr werden, eine Frage. Haben Sie am Wochenende schon was vor? Zweite Frage, fahren Sie gern Fahrrad? Wenn Sie Zeit brauchen zum Überlegen, nehmen Sie sich die Zeit. Aber nicht, dass Sie plötzlich Nein sagen. Und es widerfährt Ihnen später das Schlimmste. Was wäre das? Dass es Ihnen leid tut. Der Himmel bewölkt? Nein. Ich habe Zeit. Schön. Und Radfahren müssen Sie mir beibringen. Wird gemacht. Aber wieso? Wir haben uns doch erst einmal gesehen. Ein ausreichender Grund, es wieder zu tun. Okay. Schritt. Danke. Schritt. Danke. Monomodi-Lichtleiter? Ja, besonders betreffend Mantel und Kern von Lichtleiter. Also Glasfasertechnik? Ja.
kann ich hier ein Glas Wasser bekommen? Ist sie nicht gut? Ich muss noch Tablette einnehmen. Wenn Sie hinausgehen, sind die Waschräume gleich rechts. Danke sehr. Bitte. Sein Büro, glaube ich, im dritten Stock. Stimmt. Bitte schön. Sagen Sie, ist das alles, was Sie haben? Ich glaube schon. Aber vielleicht sehen Sie mal selbst im Archiv nach. Im Archiv? Ja, danke. Bitte gleich weg. Warum so eilig? Ich will nicht, dass er uns zusammen sieht. Ja, was ist denn los? Bitte fahr. Ja, sehr gut. Was habt ihr mit Dr. Curtius vor? Wieso? Wir wollten Informationen über ihn. Du hast sie uns gegeben und bist dafür bezahlt worden. Was habt ihr mit ihm vor? Warum willst du das wissen? Du hast doch mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun. Ist er dir sympathisch? Er ist mir nicht unsympathisch. Ja, bitte? Ich bin es, Curtius. Ich hatte Sie doch gefragt, ob Sie zum Wochenende frei sind. Das war natürlich ein Riesenfehler. Ich wollte fragen, ob Sie heute Abend Zeit haben. Heute Abend? Ich habe herausgefunden, wo Sie wohnen. Ich hole Sie ab. Ich lasse Ihnen dann gar keine Zeit, Nein zu sagen. Um 8 stehe ich vor Ihrer Tür. Wie hat schon mal jemand gesagt, hier stehe ich, ich kann auch anders, Gott helfe mir. Wir sind beide voneinander überrascht, nicht wahr? Dr. Curtius? Ich habe Sie angerufen. Sie haben mir aber Ihren Namen nicht genannt. Meine Ehrlichkeit ist, dass ich Ihnen keinen falschen Namen sagen möchte. Was bedeutet, dass Sie einen richtigen nicht sagen wollen? Sie werden gleich verstehen, warum. Nehmen Sie doch Platz. Trinken wir erstmal was. Nach dieser Einleitung möchte ich erstmal warten. Das verstehe ich. Also, ich bin nur ein Vermittler, habe mit der Sache selber nichts zu tun. Mit welcher Sache? Über die eigentlich nur ein Fachmann mit Ihnen reden könnte, wenn ich mich nicht richtig ausdrücke. Sehen Sie es mir nach. Ich nehme an, Sie werden mich dennoch verstehen.
Ich weiß, mit welcher Prüfungsarbeit Sie gerade betraut sind. Sie hat zu tun mit einer sensationell zu nennenden Fortentwicklung von Lichtleitersystemen in Richtung auf optische Datenspeicherung bis hin zum optischen Computer. Soll ich Ihnen dazu etwas sagen? Nein, nicht nötig, wenn Sie mir noch weiter zuhören. In der Forschungsabteilung eines mir bekannten Unternehmens arbeitet man an derselben Sache seit Jahren, aber man ist noch ohne Erfolg. Trotz aller Anstrengungen, trotz einer Investition von Millionen. Die Konkurrenten waren da offensichtlich glücklicher. Wenn diese Lichtleitersysteme auf den Markt kommen, ist das der Untergang der Firma, die mich gebeten hat, mit Ihnen zu sprechen. Jetzt kommen wir wohl auf des Pudels Kern. Ja, Sie sehen es richtig. Soweit ich das technische Problem begriffen habe, es geht wohl um eine neue Form der Richtkoppler und des Materials für Kern und Mantel von Lichtleitern. Für ein paar Sätze. Vielleicht nur für einen Satz. Vielleicht nur für ein Wort. Bietet man Ihnen 1 Million. Bleiben Sie ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Überlegen Sie in aller Ruhe. 1 Million. Steuerfrei. Guten Tag. Ich werde mich wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielleicht sollte man scheinbar darauf eingehen. Den Mann könnte man jederzeit festnehmen lassen. Aber vor allem erfahren wir dann, wer die Hintermänner sind. Herr Präsident, ein Unternehmen, das sich mit derselben Materie beschäftigt. Davon gibt es ja nur mehrere in der Welt. Der Mann war Ihnen ganz unbekannt? Ja. Ich habe den nie vorher gesehen. Sollte er sich noch mal melden, halten Sie ihn hin. Sodass wir unsere Sicherheitsorgane einschalten können. Könnte ich mal einen Moment mit Ihnen sprechen, Bab? Minuten nur. Wer spricht denn da? Mein Name ist Spitz, Erwin Spitz. Ich bin hier unten und im Lesesaal. Das heißt, nein, besser wir sprechen wir uns im Archiv unten, ja? Worum geht's denn? Ich bitte Sie, kommen Sie runter, bitte. Neubauer? Curtius hier. Könnte ich bitte den Präsidenten sprechen? Der Präsident ist gerade nicht im Hause. Kann ich was notieren? Nein. Danke. Danke, Herr Wolf. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Ich habe Sie gar nicht gehört. Es wollte mich jemand sprechen hier unten. So? Ich habe ja niemanden gesehen. Ach. Na, danke. Bitte.
Curtius mein Name. Haben Sie mich eben angerufen? Ja, ich war das. Bitte kommen Sie. Moment. Worum geht's denn? Ich muss Sie um Ihre Hilfe bitten. Thank you.
Entschuldigen Sie vielmals. Ich wollte zu Dr. Curtius. Ich bitte um Entschuldigung. Dr. Curtius ist nicht im Zimmer. Er ist für ein paar Minuten rausgegangen. Kriminalpolizei. Er sagte, ich bin hier verabredet. Ich sagte, ich habe hier niemand gesehen. Tag, Doktor. Wo er dann geblieben ist, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich sah ihn erst wieder auf dem Laufband. Tot. Hier war's. Überall Blut. Gut. Ich hol den Erkennungsdienst, ne? Am Ende von dem Gang hier. Harry? Ja? Ich bin hier. Ah, ja. Das Laufband war in Betrieb. Tja. Hat der Mörder nun den Toten oder einen Verletzten auf das Band gelegt? Warum sollte er das tun? Dazu hat er gar keinen Grund. Dann nehmen wir mal an, das Opfer war noch nicht tot, konnte sich aber nicht mehr verständlich machen und hat mit letzter Kraft dieses Band erreicht. Auf dem man gestorben ist, der kam tot an. Und der Mörder hatte genug Zeit zu verschwinden. Ja. Guten Tag, meine Herren. Grüß Gott. Ich bin der Präsident des Patentamtes. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, dass ich Ihnen dazu etwas sagen kann. Ist das Dr. Curtius' Büro? Ja. Das Zimmer war nicht abgeschlossen. Vor 3 Tagen kam Curtius zu mir. Jemand hatte ihm 1 Million geboten für Details einer Patentanmeldung, an der er gerade arbeitete. Man hat nicht bekommen, was man wollte, also hat man es sich geholt. Wer hat ihm das Angebot gemacht? Curtius konnte ihn nur beschreiben, ein gut aussehender Mann, etwa 50 Jahre, elegant, sehr sicher im Auftreten, der sich nur als Mittelsmann bezeichnet hat. Mehr wissen wir auch nicht. Kein Name. Die Sicherheitsmaßnahmen des Patentamtes werden unabhängig von der kriminalpolizeilichen Ermittlung eingeleitet. Gut, ja, aber vorher muss unsere Spurensicherung hier rein und, Stefan. Ich habe ihn gesehen. Was gibt's? Ich habe den Mörder gesehen. Ja, gleich. Ich komme gleich. Augenblick. Was machst du denn? Ich hab dir doch gesagt, ich komme gleich. Erwin, was ist passiert? Ich habe einen Menschen umgebracht. Ich weiß nur, es war kein junger Mann, es war ein Mann in den mittleren Jahren. Wie alt etwa? Mitte 40, vielleicht Anfang 50. Er trug eine Brille. Wie sah er aus? Sie hatte runde Gläser. Können Sie den Mann näher beschreiben? Er hatte graumeliertes Haar. Weiß ich nicht, es war nicht sehr hell im Gang. Wenn Sie den Mann wieder begegnen würden, würden Sie ihn erkennen? Ja.
Warten Sie bitte draußen auf uns hier. Herr Präsident, kann man sagen, der technische und der wissenschaftliche Fortschritt, der konzentriert sich hier, hier in Ihrem Hause? Ja, in seiner akutesten Phase. Zuweilen geht es dabei um riesige Summen, Investitionen, die über das Schicksal von Firmen entscheiden. Und wer könnte sich für das interessieren, das Dr. Curtius zu prüfen hatte? Ja, dabei geht es um planare Technik der integrierten Optik. Darüber arbeitet man in der ganzen Welt. Da ist jeder jedem Konkurrent. Bis zu solchen Konsequenzen? Bisweilen auch das. Harry, ja. Ich bringe von Hause nach Hause, bleib du hier, ja? Mhm. Dankeschön. Kommen Sie. Warum haben Sie mich nach Hause gebracht? Sie haben den Mörder gesehen und der Mörder weiß, dass Sie ihn gesehen haben. Waren Sie mit Dr. Curtius befreundet? Ja, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt. War es nur Freundschaft? Ja. Ja, es tut mir sehr leid für Sie. Aber ich wiederhole jetzt, was ich Ihnen schon mal gesagt habe. Seien Sie vorsichtig, wenn jemand an der Tür ist. Und bitte treffen Sie keine Verabredungen mit jemandem, den Sie nicht ganz genau kennen, ja? Ja. Was redest du denn da? Was hast du ermordet? Wer ist ermordet worden? Dr. Curtius und ihr habt es getan! Birgit! Was ist denn los? Birgit Paulsen. Ja, und? Sie sagt, Dr. Curtius ist ermordet worden. Was ist denn das für ein Unsinn? Ermordet? Ist er noch dran? Sie hat aufgelegt. Ja, rufen Sie noch mal an. Sie soll genau berichten, was da passiert ist. Sie nimmt nicht ab. Dann fahren Sie zu ihr hin. Wir müssen genau wissen, was geschehen ist. Sag's mir. Warum habt ihr das getan? Komm. Wir haben nichts getan. Was du da sagst, ist absurd. Absolut verrückt. Birgit, bitte glaube mir. Ich sage die Wahrheit. Und jetzt sage mir bitte, was passiert ist. Ich habe dir doch gesagt, ich wollte es nicht. Ich wollte den Mann überreden, mir zu helfen. Ich wollte ihm meine Situation schildern. Ich wollte nichts. Aber der Mann wollte mich festhalten. Die Sicherheitsbeamten rufen. Was soll ich denn tun? Ich habe ihn zurückgestoßen. Er ist hingefallen.
Ich wollte ihn doch nicht umbringen. Aber plötzlich rührte er sich nicht mehr. Da dachte ich, ja, was soll ich tun? Da habe ich gedacht, nun hilfst du mir doch noch. Ja, da habe ich mir dann geholt, was ich brauchte. Erwin, du hättest sofort helfen müssen. Sag nichts. Was immer du sagen könntest, das weiß ich. Aber es betrifft mich nicht. Die Begriffe von Schuld und Unschuld, die treffen hier nicht zu. Das musst du einsehen. Ich lass dir Zeit, das einzusehen. Genial und ganz einfach, aber alles Geniale ist letzten Endes einfach, im Komplizierten das Einfache suchen. Du musst dich der Polizei stellen. Ach was, Unsinn, ich hab dir doch erzählt, was es war, ein Unfall. Dann sag, dass es ein Unfall war. Ich weiß nicht, ob du es begriffen hast, ich habe etwas mitgenommen, hier, das da, das habe ich mitgenommen. Gestohlen. Wenn das rauskommt, kann ich mich aufhängen. Martha, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen. So hat sie den Mörder beschrieben. Ja, wissen Sie denn, wen sie da beschrieben hat? Sie könnte Dr. Spitz beschrieben haben. Was denn, Dr. Spitz? Dr. Spitz, der die Forschungsabteilung von Castrop leitet. Castrop, der Curtius 1 Million zahlen wollte, um zu Forschungsergebnissen zu kommen, die seine eigene Abteilung nicht schaffte. Er sagte mir, die bringen nicht zustande. Ich werde sie alle rauswerfen. Ich werde Dr. Spitz auf die Straße setzen. Und dieser Mann soll einen Mord begangen haben? Mord, Mord, Mord. Viel wichtiger ist etwas ganz anderes für uns. Hat er bekommen, was er wollte? Das, wofür sein Chef 1 Million zahlen wollte? Wen wollten Sie anrufen? Castrop. Und dem sagen, jetzt haben Sie alles, was Sie wollten. Jetzt müssen Sie Ihren Mann nicht mehr auf die Straße setzen. Andererseits ist Dr. Spitz jetzt auch für uns eine sehr interessante Figur. Was machen Sie noch hier? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie gehen können. Ich erfülle meinen Vertrag bis zuletzt. Das ist die Art, wie ich meine Arbeit ansehe. So, und jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Wir haben unsere Möglichkeiten nicht voll ausgeschöpft. Ich habe gerade neue Versuche angeordnet, von denen ich mir sehr viel verspreche, durchaus viel versprechen kann. Und ich sage Ihnen, keine neuen Versuche. Die kosten nur Geld und bringen nichts. Für mich sind Sie ein ausgebrannter Ofen. Von Ihnen kommt nichts mehr. Also ich bin ausgebrannt, ja? Am Ende, von mir kommt nichts mehr. Gut, Sie haben Ihre Meinung, ich habe eine ganz andere. Jetzt werde ich Ihnen Folgendes sagen. Sie stehlen mir und meinen Mitarbeitern die Zeit, die Sie ja noch bezahlen und sicher weiter bezahlen werden und für die Sie auch etwas haben wollen, nicht? Also, stören Sie uns nicht. Stehlen Sie uns nicht die Zeit, Herr Castrop. Schon gut.
haben uns kennengelernt im Hause von Herrn Castrop. Dorn ist mein Name. Tut mir leid, kann mich nicht erinnern. Ich habe hier unten sehr lange auf Sie gewartet und ich war nicht interessiert daran, dass ich von jemandem gesehen werde. Ja, wozu? Warum geht's? Ich wollte über die Angelegenheit Curtius mit Ihnen sprechen. Sie haben ihn getötet und beraubt. Noch einmal, die Polizei ist kein Thema für mich, aber ein Thema ist für mich das, was Sie im Büro von Dr. Curtius an sich gebracht haben. Das natürlich seinen Wert und natürlich auch seinen Preis hat. Was wollen Sie? Dass ich für Sie etwas verkaufen darf. Das Ihnen zwar nicht gehört, aber was sich nun mal in Ihrem Besitz befindet. Also, habe ich... Aber also überhaupt keine Chance, Nein zu sagen. Ich glaube, Sie sehen die Sache ganz richtig. Also abgesehen davon ist es so, dass ich an dieser Situation auch gefallen finde. Ja, gut. Ich sehe, dass eine Situation gegeben ist, eine neue, eine andere, als ich erwartet habe. Und die gefällt mir. Ja? Roland, ich halte das nicht mehr aus. Ich sage jetzt, was ich weiß. Was sagst du denn? Dass du es gewesen bist, der mich ins Patentamt gebracht hat. Dass du es warst, der mir gesagt hat, versuch mit Dr. Curtius bekannt zu werden. Und dir habe ich auch die Nummer seines Büros gegeben. Birgit. Hör zu, Birgit. Ich muss das der Polizei sagen. Ich kann nicht mehr. Birgit! Birgit! Was will sie denn? Sie will zur Polizei gehen. Großer Gott, ich denke, sie haben ihr erklärt, dass wir nichts damit zu tun haben. Ja, das habe ich ja auch, aber... Guten Tag, Doktor. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Ich komme gleich nach. Ja. Bitte sehr. Ja. Das ist keine gute Entwicklung. Was machen wir? Haben Sie im Zusammenhang mit Dr. Curtius jemals meinen Namen erwähnt? Nein. Sie weiß, dass ich hier arbeite. Aber im Zusammenhang mit Dr. Curtius ist Ihr Name nie gefallen. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Sie gehen jetzt nach Hause und bleiben da, bis Sie von mir Nachricht erhalten. Einverstanden? Ja. Aber wir haben doch wirklich nichts damit zu tun, oder? Ist das Dr. Spitz, der Mörder von Curtius? Ja, er ist es. Also haben wir doch etwas damit zu tun. Nein, ich werde Ihnen alles erklären, aber jetzt gehen Sie erst einmal nach Hause. Sie sind möglicherweise ernsthaft in Schwierigkeiten. Ja. Aber keine Angst, irgendwas wird mir schon einfallen. Ja, danke. Ich rufe Sie an. Ich bitte um Entschuldigung, ich musste Sie ein paar Minuten warten lassen. Warum haben Sie sich nicht bedient? Mir ist nicht nach Trinken zumute. Warum denn nicht? Wir machen ein Geschäft miteinander, und zwar ein sehr gutes. Das, was Sie in Ihren Besitz gebracht haben, hat seinen Wert auf dem Weltmarkt. Ja, wissen Sie denn, worum es sich handelt? Es handelt sich um eine Fortentwicklung von Lichtleitersystemen, von optischen Sensoren, optischer Datenspeicherung. Ich weiß, wo man solche Dinge auf dem Weltmarkt anbieten kann, und ich habe das, was sich in Ihrem Besitz befindet, schon angeboten. Es hat höchstes Interesse gefunden. Wir sollten das Geschäft so schnell wie möglich abschließen. Hm? Wann kann ich die Unterlagen bekommen? Ich muss Ihnen noch was sagen. Erklären. Sie müssen mir nichts erklären. Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet. Darum geht's nicht.
Ich muss Ihnen erklären, wie es... Ich meine, wie ich dazu gekommen bin. Sie haben ja keine Ahnung von der Arbeit in Forschungsabteilungen, von dem, was da verlangt wird. Erfolge. Hören Sie. Erfolge, wie man sehen, Erfolge. Andauernd wird man gefragt, wie weit sind Sie? Kommen Sie vorwärts? Wie viel Zeit werden Sie noch brauchen? Geht's nicht schneller? Geht's überhaupt? Müssen wir unser Geld abschreiben? Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, was Sie uns kosten? Ja, ist ja schon gut hier. Ja, hab ich Ihnen gesagt, ich werde Ihnen sagen, was es mich kostet. Schlaflose Nächte, nicht eine, ungezählte. Weil ich genau weiß, was man denkt. Haben wir da überhaupt den richtigen Mann? Hören Sie, was Sie da sagen, ist nicht interessant für mich. Wann kriege ich die Unterlagen? Also ich wiederhole, Roland Wecker, Ihr Freund, der hat Ihnen die Stellung besorgt im Patentamt, damit Sie mit Dr. Curtius bekannt werden. Hat man Ihnen gesagt, warum? Nein, ich wusste es nicht. Was sollten Sie berichten? Wie er ist, wo er wohnt, wie er wohnt, alles Mögliche. Wie er lebt, was er tut. Ja, sagen Sie, Sie haben gar nicht gefragt, wozu das alles? Ich weiß. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich wollte einfach eine Arbeit haben. Aber, ich meine, als dann Dr. Curtius ermordet wurde, da... Da habe ich ihn gleich gefragt, hast du was damit zu tun? Er sagte nein. Er hat es beschworen. Und Sie haben ihm das geglaubt? Es war glaubhaft, was er sagte. Er war selbst erschrocken. Der kann nicht glauben, was ich ihm sagte. Aber dann wollte ich doch keinen Fehler machen. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Was haben Sie gelernt? Ich bin Modezeichnerin. Und wo können wir Roland Weg erreichen? Ja, Dawn, wie war der Name? Birgit Paulsen. Der Name ist mir nicht bekannt. Bei Ihnen arbeitet Roland Weg. Ja, das ist ein Angestellter von mir. Kann ich ihn mal sprechen? Tut mir leid, er fühlte sich nicht wohl, er ist schon nach Hause gegangen. Sie wissen, wo er wohnt. Haben Sie einen Schlüssel? Danke. Bleiben Sie hier. Polizei. Parke ich falsch? Haben Sie ein Auto? Nein, es geht um Ihren Mitarbeiter. Roland Weg. Weg, ist da was passiert? Er sagte, dass er sich nicht wohlfühlt. Ich habe ihn nach Hause geschickt. Hat er sich was zu Schulden kommen lassen? Nein. Nur ich war in seiner Wohnung und der war nicht da. Warum ist der Mann interessant für Sie?
Haben Sie einmal den Namen Curtius gehört? Ich meine, ist er Ihnen bekannt? Doktor. Dr. Curtius. Ja, der Mann, der im Patentamt ermordet wurde. Ich habe davon in der Zeitung gelesen, ja. Ach was, ja? Und vor dem Mord, da haben Sie den Namen nie gehört? Vielleicht, ich meine, könnte ja sein von Ihrem Mitarbeiter. Nein, niemals. Was hat mein Mitarbeiter damit zu tun? Ihre Firma befasst sich womit? Ich bezeichne sie als eine Art Public Relation Firma. Werbung und Imagepflege von Firmen, durchaus bekannte große Firmen dabei. Und Roland Weck? Ideenzulieferer, Texter, sehr ehrgeizig. Na, sagen wir so, der Ehrgeiz ist noch größer als die Begabung. Ja, ja. Haben Sie mal den Namen Birgit Paulsen gehört? Birgit Paulsen. Birgit Paulsen. Ganz unbekannt. Ja, gut. War's schon. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, aber gern, gern. Sie halten Roland Weck nicht für den Mörder. Ich frage, weil ich wissen muss, kann ich den Mann halten? Oder muss ich ihn entlassen? Also, wenn Sie mich so fragen, ja. Harry, Sebastian Dorn, ich will alles über diesen Mann wissen. Und er wird ab sofort, rund um die Uhr wird er überwacht. Lückenlos. Okay, ich werde mich sofort drum kümmern. Moment mal. Roland Weck ist gefunden worden. Servus, Willi. Na, wie sieht's aus? War verdammt schwer, ihn da rauszuholen. Habt ihr alle Fotos gemacht? Ja, von allen Seiten. Frage jetzt. Ist ein Toter runtergefallen oder ein Lebender? Wenn da ein Toter runtergefallen ist, dann haben wir es wohl mit Leuten zu tun, die uns einreden wollen, dass es sich hier um einen Selbstmord handelt. Glauben wir das? Nein. Die Verbindung zu Dorn ist hergestellt. Ja. Der kann nicht mal sein Hemd wechseln, ohne dass wir es wissen. Die Person hat das Gebäude verlassen, geht auf den Parkplatz. Bleib hinter ihm. Wir kommen nach. Dorn ist jetzt vor dem Messehotel vorgefahren. Überwach ihn jetzt von der Halle aus, aber sei vorsichtig. Alles in Ordnung? Keine Gefahr mehr, er liegt im Steinbruch. Dr. Spitz? Ist noch nicht da. Wenn er kommt, ich bin im Wittelsbacher Saal. Gut. Dorn hat eine zweite Person in der Hotelhalle getroffen. Mit ihr gesprochen. Geht jetzt in den Wittelsbacher Saal. Verstanden. Können wir das Material jetzt sehen? Ich warte darauf. Das sind unsere beiden Techniker, die es prüfen werden. Ihr gutes Recht. Können wir das Material auch außer Haus prüfen?
Das wird sich nicht machen lassen. Ich kann nur eine Prüfung erlauben. Das Material ist seinen Preis wert. Wir können es nicht blind kaufen. Es lag als Patentanmeldung vor. Davon wollen wir nichts hören. Absolut nichts. Wir haben damit nichts zu tun. Um es noch einmal deutlich zu sagen, uns wurde eine wissenschaftliche Arbeit auf dem freien Markt angeboten. Nicht mehr und nicht weniger. So sehe ich das auch. Habe ich dir nicht gesagt, ich möchte nicht gestört werden? Komm, bleib draußen, lass mich allein. Wem gibst du das jetzt? Das, was du gestohlen hast? Habe ich dir nicht erklärt, dass ich keine Wahl habe? Man erpresst mich, dagegen kann ich nichts machen. Kannst du mir sagen, was ich tun soll? Es gibt doch nur eine Möglichkeit. Geh zur Polizei. Ich will dir sagen, wie ich das sehe. Ich sehe mich auch als Opfer. Ich bin da in etwas reingeraten, in Zwangsläufigkeit. Ganz gleich, ob sie mir gefallen oder nicht. Dr. Spitz? Warten Sie hier, ich hole Herrn Dorn. Einen kleinen Moment noch, meine Herren. Das Material ist gekommen. So, Dr. Spitz. Bleiben Sie doch sitzen. Nun schließen wir das Geschäft ab. Wollen Sie mir die Tasche geben? Ich kann das nicht aus der Hand geben. Aber natürlich können Sie das. Was bedeutet das? Kriminalpolizei. Dr. Spitz, ich nehme Sie fest, unter dem dringenden Verdacht, den Tod von Dr. Curtius verschuldet zu haben. Sie, Herr Dorn, nehme ich ebenfalls fest, wegen Anstiftung zum Mord an Roland Weck. Nehmen Sie fest, unter dem dringenden Verdacht, Roland Weck ermordet zu haben. Wir wissen in der Tat nicht, wo wir da hereingeraten sind. Uns wurde eine wissenschaftliche Arbeit angeboten, für die wir uns interessierten. Mit allem Vorbehalt gegenüber der Arbeit selbst und gegenüber der Person, die sie uns angeboten hat. Ich sagte noch zu meinen beiden Herren, ich habe da so einen Verdacht, als ob das Ganze ein Fall für die Polizei sei. Und wie scheint, habe ich recht gehabt. Man wollte uns hereinlegen. Stellen Sie sich vor, mit einer leeren Tasche. Sie sagten mal, alles im Leben ist Konkurrenz. Jeder kämpft gegen jeden. Unter jedem Dach. Unter welchem auch immer.